Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Sehen Sie, Herr Mardini schuldet Ihnen Geld. Und wenn Sie sich nicht wirklich sicher sind, dass er es mit der Rückzahlung ernst meint, dann sollten Sie den Fall vielleicht doch noch vor Gericht bringen. Ich werde doch keinen Freund verklagen. Ich muss gehen, es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin nicht deine Freundin. Aber in den letzten Wochen, da nein! Du bist mir völlig egal. Ich liebe Robbie und ich habe ihn immer geliebt. Und ich will ihn wieder zurückhaben. Es wird viel passieren. Das war also alles nur Lüge. Das Projekt und dass du meiner Familie helfen wolltest. Du hast das nur gemacht, weil du dich wieder an Robbie ranmachen wolltest. Weil du ihn ganz für dich haben willst. Du hast ihn mir weggenommen. Mann, Pia, kapier's endlich. Robbie liebt dich nicht mehr. Weißt du eigentlich, wie weh das tut, dich ständig mit ihm zu sehen? So glücklich? Warum bist du uns dann nicht einfach aus dem Weg gegangen? Weil das nicht geht, Mann! Ich liebe Robbie nun mal! Ich kann nichts dagegen tun! Hey, du bist sowas von mies. Und ich habe echt gedacht, wir könnten Freunde werden. Alle, warte! Ja, ich versuche nochmal ihn anzurufen. Es könnte was Dringendes sein. Katja, mach doch mal. Frank, wie spät haben wir? Porcaccia, mamma miseria. Frank! Aber nun endlich. Wo steckst du denn? Sieht sich schon seit Stunden mit diesem Kuhlmann rum. Und so angenehm ist die Gesellschaft eines Schuldenberaters auch nicht. Du, Frank, es tut mir leid. Ich bin in 10 Minuten bei dir, ja? Sag mal, hast du sie noch alle? Es geht um deine Zukunft. Ich habe diesen Termin mit Kuhlmann nur arrangiert, um dir einen Gefallen zu tun. Frank, es tut mir leid. Lass doch mal. Was soll ich lassen? Aber wo steckst du überhaupt? Ich bin auf der Straße. Und da sind noch Leute und mir ist jemand reingefahren, weißt du? Ich konnte nicht kommen, weil wir mussten die Daten tauschen und dann kam auch noch die Polizei. Du weißt schon, das Übliche. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Es ist hoffentlich nichts weiter passiert. No. Das ist nur eine kleine Delle. Mach dir keine Sorge. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Caccia la miseria. Was ist denn los? Ich habe den Termin mit dem Finanzberater vergessen. Es geht um meine Schulden bei Töpfers. Es tut mir leid, aber Herr Maldini hatte einen Autounfall. Ihm ist offensichtlich jemand reingefahren. Ja, und Sie wissen ja, bis man da alle Daten zusammen hat und so. Warum hat er denn nicht gleich angerufen? Dann hätten wir uns die Warterei erspart. Stefano hatte einen Autounfall. Ihm ist doch nichts passiert. Nein, nur Blechschaden. Meine Jacke. Ciao. Ciao. Tut mir leid, aber ich habe einen anderen Termin. Ich muss los. Sie haben vielleicht morgen Abend Zeit oder übermorgen? Leider nein. Die nächsten Wochen bin ich restlos ausgebucht. Der Termin heute war eigentlich auch nur ein Gefallen für Herrn Töppers. Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Tja, das war's dann erstmal mit dem günstigen Tilgungsplan. Ja. Wenn jetzt auch noch eine Autoreparatur auf uns zukommt. Pia hat uns die ganze Zeit was vorgemacht. Ey, du hättest sie mal hören sollen. Na klar habe ich Zeit.
Ist doch egal, ob Anne im wilden Mann arbeiten muss. Robby und ich, wir schaffen das schon. Hey, und dabei hat sie die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sie sich an Robby ranmachen kann. Und sowas haben wir meine beste Freundin. Jetzt mach mal halblang, Anne. Immerhin hast du deiner besten Freundin den Freund ausgespannt. Aber das war doch keine Absicht. Robby und ich, wir wollten uns doch gar nicht ineinander verlieben. Ja, aber es ist nun mal passiert. Und für Pia macht es garantiert keinen Unterschied, ob ihr das Ganze geplant habt. Ja, aber ich war nicht so hinterhältig wie sie. Was Pia da gemacht hat, war nicht okay. Aber anscheinend leidet sie immer noch sehr unter der Trennung. Ja, und deswegen soll ich ihr jetzt alles verzeihen, oder was? Sei einfach nicht so hart zu ihr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich Robby jetzt von der ganzen Sache erzählen oder nicht? Er braucht nicht zu wissen, dass Pia noch in ihn verliebt ist. So oder so. Was meinst du mit so oder so? Naja, unerwiderte Liebe hat auch ihre Reize. Und Robby ist schließlich auch nur ein Kerl. Meinst du etwa, er könnte... Ich meine, du sollst die Sache zwischen dir und Pia klären und ihn da rauslassen. Da gibt's nichts mehr zu klären. Ich möchte mit Pia nichts mehr zu tun haben. Ist Franke? Schon weg. War ja sehr sauer. Naja, es ging. Jedenfalls hat dieser Berater in den nächsten Wochen keinen Termin mehr frei. Ich hab's verpasst. Naja, komm, du konntest ja schließlich nichts dafür. Frank hat mir das von dem Unfall erzählt. Du, sowas passiert eben. Ist denn mit dir wenigstens alles in Ordnung? Was? Ach so, ja, ja, alles okay. Und der Wagen? Töppers meinte was von dem Blechschaden. Ja, links am Kotflügel. Ich kam von rechts und hatte Vorfahrt. Na, Gott sei Dank. Dann zahlt das ja wenigstens die Versicherung von dem... Leider nicht. Wieso? Frank sagte, du hättest mit dem anderen Autofahrer Daten ausgetauscht. Das muss er missverstanden haben. Der Typ ist in mich reingeknallt. Und ehe ich reagieren konnte, war ich schon wieder weg. Fahrerflucht? Ja, genau. Ich habe natürlich die Polizei gerufen. Aber sie konnten mir nicht helfen, weil ich das Nummernschild nicht gesehen habe. Ich habe es einfach nicht geschaltet, ich Idiot. Jetzt müssen wir die Reparatur selbst bezahlen. Ach, weißt du was, die Kosten sparen bei uns. Wir fahren einfach mit dem Schaden rum. Ich guck mir das nachher mal an. Hm? Du, ich muss Schluss machen. Ja, ich gehe hier schon allen auf die Nerven mit meinem Gesäusel. Also, Bettenborn gibt es zwar zuhauf, aber für meine Ferien schlägt mir auch was anderes vor, ehrlich gesagt. Warum gehst du nicht einfach zu Yasemin? Vielleicht hat die was für dich. Ja, oder ich bleib hier, mal gucken. Du, bis später, okay? Ich dich auch. Das war Carlos. Ach was, hätten wir gar nicht mitgekriegt. Ja, er holt mich nachher ab. Baby, ich bin doch ich. Entschuldigung, ich dachte, du wärst jemand anderer. Ja, klar, kleinen Moment. Ah, das ist für dich, Charlie. Wer ist es? Trixie. Soll ich in ein anderes Zimmer gehen? Nee, ich wollte eh gerade mal schauen, ob ich da... So wütend und so por caccia la miseria. Hast du gestern am Telefon nicht was von Adele erzählt? Das Rücklicht tauscht den Charlie in 2 Minuten wieder aus. Ist ja nicht viel passiert. Nicht viel passiert? Was ist denn unser Termin? Na ja, ohne den blöden Unfall wäre ich nicht zu spät gekommen. Und du warst nicht so sauer auf mich. Ich bin nicht sauer. Na, jedenfalls nicht sehr. Vielleicht kann ich den coolen Mann in ein paar Wochen auf einen neuen Termin ansprechen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ein neuer Termin, das wäre richtig, wirklich klasse. Stefano, ist irgendwas? Natürlich, was soll denn sein? Du, ich muss gehen. Sag bloß, jetzt hast du auch noch deine Uhr verloren. Tja,
Sieht so aus, das nennt man eine Pechsträhne, nicht wahr? Also, ich muss los, hä? Tanja wartet, ne? Und? Gibt's was Neues von Trixie? Du, da fragst du am besten Charlie, aber ich glaube nicht. Du denkst noch ganz schön oft an sie, oder? Ja. Schon. Aber ich habe kapiert, dass es aus ist. Das ist doch schon mal was. Ja, ich weiß noch nicht genau, was mir lieber ist. Damals, als ich noch dachte, sie kommt vielleicht zurück. Oder jetzt? Naja, über so eine Trennung kommt man halt nicht so schnell drüber weg. Weißt du, was mich richtig nervt? Dass ich im Moment nichts, aber auch rein gar nichts auf die Reihe krieg. Komm, entspann dich, du hast Ferien. Ja, eben. Und ich hänge hier ab und krieg's nicht mehr in deinen Urlaub zu buchen, weil ich mir nicht entscheiden kann, wo ich hin will. Du, das ist Carlos. Das ist Anne. Das ist Carlos. Was mich auch nervt, dass man hier in dieser WG niemals seine Ruhe hat. Komm mit, dicke Luft. Frau, was ist los? Ach, das ist wegen Kai. Dem geht's nicht so gut. Sag mal, hast du was dagegen, wenn wir unser Date verschieben? Was hat er denn? Wegen Trixie und überhaupt. Ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn er heute alleine wäre. Hm. Ach so. Okay. Aber dann fahren wir morgen zum See, okay? Mhm. Du bist ein Schatz. Ciao, Bella. Mach's gut. Ciao. Hallo, Mama. Hm. Hallo, Pia. Ich dachte, du bist im Schwimmbad. Ich hatte keine Lust. Oh. Was hältst du von einem kleinen Bummel? Nur wir beide. Erinnerst du dich an die coolen T-Shirts, von denen du mir neulich vorgeschwärmt hast? Ich meine, wir könnten die uns ja mal aus der Nähe ansehen oder so. Ja. Es ist doch eh egal, wie ich aussehe. Das ist aber jetzt nicht meine Tochter, die da redet. Doch, ist doch wahr. Ich habe sowieso niemanden. Das stimmt doch nicht. Klar stimmt das. Anne und Robby hassen mich jetzt. Mann, und ich habe gedacht, dass ich alles viel besser kann als Steve. Aber ich bin genauso ein Loser wie er. Pia, jetzt mach aber mal einen Punkt. Okay, du hast einen Fehler gemacht, aber du hast ihn zugegeben. Und das muss Anne auch anerkennen. Die redet bestimmt nie wieder ein Wort mit mir. Wenn sie wirklich mal deine Freundin war, dann weiß sie, wie es dir jetzt geht. Das kann sie mir nicht verzeihen, Mama. Sie wird Robby alles erzählen und dann... Jetzt sag schon, sie hat wirklich zugegeben, dass sie mich geküsst hat und nicht umgekehrt? Mhm. Und du glaubst mir? Ja, ich glaub dir. Und was hat sie sonst noch gesagt? Ich meine, das war schon eine komische Aktion. Nichts Besonderes. Halt, dass es ihr leid tut und dass es eben so passiert ist. Kleiner Hormonstau oder was? Keine Ahnung, ist doch auch egal, oder? Ja, du hast recht. Vergessen wir es einfach. Wo ist übrigens unser Baby? Ja, unser Flitzer. Ach, das Lahmobil. Das ist noch bei Pia. Soll ich es holen oder machst du das? Weder noch. Das Projekt ist gestorben. Was? Aber der Preis, der Laptop, den wollten wir doch für deine Eltern verhökern. Ja, dann müssen wir uns jetzt halt was anderes ausdenken, wie wir meinen Eltern helfen können. Das sagst du so einfach. Hey, ich brauche einfach mal eine Pause von Pia, okay? Uns wird schon irgendwas anderes einfallen. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Du bist so ein kleines, zierliches Persönchen und hast hier so einen Riesenberg Eis rein. Wie verträgt denn das dein Magen? Du weißt doch, wie das mit Frauen ist. Gib ihnen was Süßes und sie ertragen jedes Wetter. Ah, so läuft das. Ja, ich meine, wir haben Mitte August. Und wenn ich jetzt nichts zu naschen hätte, dann würde ich einen Tränen ausbrechen. Meinst du also, das schlechte Wetter zieht dich runter? Aha. Hm, kann ich verstehen. Obwohl nur Sonne, weiß auch nicht. Ich war mal im Winter in Kalifornien und Weihnachten mit 30 Grad, also auch nicht so was Wahres. Du, wie wär's denn, wenn wir jetzt zu Jasmin ins Reisebüro gehen? Vielleicht findet sie ja was für dich. Jetzt meinst du? Ja, los, komm, sonst liegt nachher jemand anders auf deiner Insel in deiner Hängematte. Jessie scheint sich ja gut mit Guy zu verstehen. Was gibt's denn da zu grinsen, Bruderherz? Sie hilft dir nur über sein Liebeskummer weg.
Dass sie immer nicht zu sehr dabei hilft, hä? Hm. Lecker, lecker, lecker. Die beiden sind nur miteinander befreundet, okay? Also du hast so einen Zug um den Mund, als hättest du gerade eine Zitrone gebissen. Wenn Jesse unbedingt den Seelentröster für Kai spielen will, soll sie das machen. Hallo. Hi. Hey, Frank. Du sag mal, bei uns im Latte, da tropft der Wasserhahn immer noch. Also Rix und ich haben langsam kalte Füße. Oh, ja gut, ich schick Charlie heute Abend mal vorbei, ne? Ciao. Alles klar, danke dir, ciao. Ja, tschö, macht's gut. Ich glaube, der wollte vorhin in die Galerie. Ja, der wollte noch mal los Servietten besorgen. Ist nicht immer im Mund. Nee, ich glaube nicht. Der hatte mich schon heute Morgen die Hälfte der Einkaufsliste vergessen und jetzt ist er ganz verschollen. Ja, dann ist er vielleicht schon im Restaurant. Ja, wahrscheinlich. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Tschö. Sag mal, was ist mit dir los? Nix war los. Hey. Hi. Danke für dein Verständnis heute Mittag. Gerne. Geht's Kai denn schon wieder besser? Ja, ich glaube schon. Wir hatten einen richtig netten Nachmittag über ein Eis essen und bei Yasemin im Reisebüro. Hm, wollt ihr jetzt verreisen? Genau. Nein, Kai überlegt, ob er wegfahren will. Wir haben uns ein paar Prospekte angeguckt über die Karibik und Südseereisen und so. Ich weiß nicht, immer wenn es ihm nicht gut geht, dann habe ich Angst, dass... Wie, dass er wieder anfangen könnte zu trinken. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Gedanken? Vielleicht hat es ja auch im Griff. Ja, du hast recht. Jedes Mal, wenn er Probleme hatte, hat er sich volllaufen lassen. Ben, hast du nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen um ihn kümmere? Nein, ist doch klar. Ist doch selbstverständlich, dass du einen guten Freund hilfst. Wissen Sie was, Herr Carlos Garcia? Ich habe Sie richtig lieb. Sag mal, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, ich muss üben. Und dann Carolinas hin. Hey, Stefano. Hey. Frank, was machst du denn hier? Komische Frage. Ich habe da drüben meine Werkstatt. Ja. Und darf den Abend mit Bürokram verbringen. Entschuldige, ich war in Gedanken. Offensichtlich. Ja. Aber sag mal, was hast du eigentlich neuerdings dauernd in der Galerie zu schaffen? Hm? Ja, was denn? Mein Putzshop im Fitnessstudio, du weißt schon. Du, Tanja wartet im Bildermann. Ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Hallo, Frank. Ah, hallo, Pia. Na, wie geht's dir? Gehen wir ein Stück zu... ich muss weiter. Hi. Hi. Hallo, Pia. Hallo. Anna hat mir von eurem Gespräch erzählt. Ich wollte eigentlich nichts von dem Kurs sagen. Ich renne nicht gleich zu meiner Freundin, wenn sowas passiert. Ja, klar. Aber sie hat mich im Park gesehen, als ich versucht habe, das Auto aus dem Gebüsch zu holen. Und da hat sie mich gefragt, wie das da hingekommen ist. Ja, du, mir tut die ganze Sache auch total leid, ehrlich gesagt. Okay, das heißt, du bist nicht sauer. Ich? Wieso ich? Ja, weil ich gepetzt habe. Anna hat es eigentlich ganz locker genommen. Ja, was hat sie denn so gesagt? Naja, begeistert war sie nicht. Das Projekt ist wohl geplatzt. Aber das Auto ist ja eh hin. Okay, ja, stimmt. Das ist leider total im Eimer. Aber so speziell wegen mir, hat sie da auch irgendwas gesagt? Sie braucht eine kleine Pause von dir. Aber mach dir da keine Sorgen. Anne ist nie lange sauer. Vor allem nicht wegen so einer Lappalie, wegen einem kleinen Kuss. Also, ich muss dann zurück in die WG. Man sieht sich. Okay. Ich habe gehört, Kai geht's momentan nicht so gut, ne? Mhm. Ja, Trixis Anruf hat ihn wohl ganz schön aus der Bahn geworfen, ne? Komisch. Er wollte nur eine Telefonnummer von mir. Ja, Jesse kümmert sich ja jetzt um ihn, ne? Geht sie wirklich so schlecht?
Oh, ich weiß nicht, sie glaubt es zumindest. Du kennst sie ja. Wenn sie sich mal was in den Kopf setzt. Ja, sie ist eine ziemliche Helferin. Du weißt ja genau, das mag ich an ihr. Die denkt an andere Leute, die kümmert sich um die und so. Ja, ihr in der WG seid schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft, ne? Ja, wir sind uns ziemlich nah. Also, rein platonisch, versteht sich. Hey, das ist ja langweilig. Gar keine Affären, nichts Zwischenmenschliches, hä? Ach so, das meinst du? Naja, weißt du, das ist doch ewig her. Das war doch nur so ein Kuss, weil es uns beiden so schlecht ging. Darf man fragen, von wem du redest? Naja, du weißt doch, diese eine Sache. Wo ich so viel an Feli gedacht hatte und Jessie so viel an dich gedacht hatte. Wo ihr noch nicht zusammen war, da haben wir uns doch diesen harmlosen Kuss gegeben. Kuss? Und warum erfahre ich davon nichts? Darf ich reinkommen? Ich würde gerne mit dir reden. Worum geht's? Ich habe Robbie unten auf der Straße getroffen. Danke, dass du ihm nichts gesagt hast. Ja, es reicht ja, wenn wir beide davon wissen. Anne, ich war total bescheuert. Ich meine, ich habe einfach nur gehofft, dass sich Robbie durch das Projekt wieder in mich verliebt. Aber ich habe kapiert, dass er nur dich will. Weißt du, es gab Zeiten, da habe ich dich echt gehasst dafür, dass du mir Robbie weggenommen hast. Und dann gab es wieder Momente, in denen habe ich mir gewünscht, dass wir uns wieder so gut verstehen wie früher. Okay, hör zu, Pia. Ich weiß, ich habe dich schrecklich verletzt. Und du musst mir glauben, dass mir das wirklich, wirklich leid tut. Aber gestern, da hast du mir einfach auch wehgetan. Du hast einfach so getan, als wäre zwischen uns alles in Ordnung. Als wären wir wieder Freundinnen. Aber das waren wir doch zwischendurch auch, oder? Ja, das dachte ich auch. Mann, ich habe mich so gefreut, dass wir uns wieder besser verstehen. Ich auch. Anne, lass uns doch einfach noch mal von vorne anfangen und einfach alles vergessen, was so schief gelaufen ist. Bitte verzeih mir, ich will dich einfach nie verlieren. Hallo, Tanja. Hallo, Frank. Du siehst, habe ich Stefan nur heute Nachmittag wieder gefunden. Ciao. Hallo, Frank. Na, wie wär's mit deiner Portion Tiramisu, frisch gemacht von meiner Mama? Hm? Ich muss mit dir reden. Unter vier Augen. Frank, also, es tut mir leid wegen gestern Abend, aber ich verspreche dir, das mit den Schulden kriegen wir geregelt. Hm? Es geht nicht um deine Schulden. Aber wie du willst, wir können auch hier drin sprechen. Wo warst du gestern Abend wirklich? Was meinst du? Ich hab dir doch gesagt, was passiert ist. Ich glaube dir die Geschichte mit dem Autounfall nicht. Du warst nicht auf der Straße, als du angerufen hast. Ich soll nicht? Sag mal, soll ich dir die Stelle zeigen? Hä? Warum hast du heute früh versucht, den Blinker an deinem Wagen kaputt zu treten? Hä? Ich war vorher in der Galerie. Da habe ich dich im Kosmetiksalon. Zusammen mit dieser Katja. Na und? Wie kommt sie an deine Uhr? Ich hab sie verloren. Sie hat es gefunden und hat mich angerufen. Hör auf zu lügen! Sag endlich die Wahrheit. Du hast doch ein Verhältnis mit der. Ich hab das Geheimnis schöner Frauen entdeckt. Und das koste ich jetzt natürlich aus. Müller reine Buttermilch. Natürliche Schönheit von innen. Alles Müller. Oder was? Aha, jetzt auch noch pampig werden. Ich bin ja Lehrer, ich hab schon vergessen. Freundchen, Sohn. Du willst boxen? Absolut. Du willst boxen? Okay, komm her. Komm her. Wie kommt Katja an deine Uhr? Hä? Ich habe sie liegen gelassen bei ihrem Laden. Ach, du machst jetzt Maniküre im Beauty-Salon. Und wenn? Für wie blöd hältst du mich eigentlich?